Ja, natürlich der Hammer. Also besser einen Einstieg gibt es, glaube ich, gar nicht. Und ja, für mich ist es schon ein Traum gewesen, dass ich überhaupt an Olympischen Spielen teilnehmen kann. Und vor allem auch erstens im Damenskispringen, da habe ich lange warten müssen. Dann war ich so lange verletzt mit meinem Knie. Das habe ich auch wieder super hingekriegt und möchte mich auch bedanken bei allen. Und dann mache ich noch eine Medaille. Also das ist ja Fairy Tale. Es war da eine ganz, ganz lange Zeit recht hart mit Kontinentalcup, aber ich sage, jetzt haben wir da schon ein paar Weltmeisterschaften gehabt und jetzt hat unser Sportler da das Top-Level erreicht, was ein Wintersportler erreichen kann als olympische Disziplin und ich bin überzeugt, da geht es noch weiter und dann sind wir auf der Großschanzen, auf der Skiflugschanzen und auch Teambewerbe und dann ist noch was möglich. Ja, also natürlich, also ich habe gewusst, ich kann jetzt voll attackieren. Und ja, dann bin ich halt ein bisschen 6., 7., 8. oder 15. wäre oder 4. Es zählen nur die Medaillen. Und ich wollte unbedingt eine Medaille machen. Ich wusste, ich hab's drauf. Und dann, ja, dann bin ich ein paar Runden ums Haus gelaufen und habe mir überlegt, okay, wie mache ich das am besten? Und mein Trainer zusammengesprochen, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Das war eigentlich ein recht einfacher Fehler zum Ausbessern. Und dann habe ich gedacht, ja, voll. Und dann habe ich echt, also ich habe echt sehr viel riskiert in den Sprung. Und da war mir eigentlich voll aufgegangen und bei der Landung habe ich es halt ein wenig verschissen. Aber ja, mei, also wenn man nach dem ersten wer sagt, dass ich nur Zweiter wäre, dann unterschreibe ich auch sofort.